Guten Morgen, ich bin der Bernd Taubenreuther von der Firma Taubenreuther. Wir sind heute bei uns hier auf dem Firmengrundstück und ich darf euch was ganz Neues vorstellen. Es ist wirklich ganz niegelnagelneu, ist auch das Muster und das erste Exemplar überhaupt in Europa. Und zwar ist das von Rhinorack, den Dachgepäckträgerhersteller aus Australien, den wir vertreten. Und zwar ist das das sogenannte ROLS1. Das RLOS1 ist die Bezeichnung, die Produktbezeichnung. Die haben immer so funky Codes bei Rhinorack. Und zwar ist das der Overlanding Dachgepäckträger-Kit für den Suzuki Jimny. Der Overlanding Dachgepäckträger-Kit von den Suzuki Jimny ist ein bisschen ein anderer Ansatz, wie wir da normal gewohnt sind von den Pioneer-Plattformen. Aber für den Jimny wollte sich Rhinorack was ganz Besonderes einfallen lassen. Auch unter anderem wegen der Thematik, dass wir halt da die Geschichte haben, dass der Jimny nicht so wirklich viel freie Dachlast hat. Während oft auf Standardplattformen zurückgegriffen wird, was auch absolut okay ist, weil das ist halt dann auch eine schöne standardisierte Geschichte, die ich auch mal vielleicht irgendwo übernehmen kann auf ein anderes Fahrzeug, ist die RLOS1 wirklich direkt für den Jimny angefertigt und passt für den perfekt. Was genau das ausmacht, das zeige ich dann gleich im Anschluss. Was ich aber auf jeden Fall jetzt am Anfang hier gleich einmal erwähnen will, ist, dass auch vor allen Dingen auf den Versandwert gelegt worden ist, weil die komplette RLOS1 kommt in diesem Karton und der ist wirklich nicht groß und da ist diese Plattform inne mit Fußteilen, also die Fußteilen ist ein Backbone-System, was ja auch cool ist, weil es die Kraft halt perfekt über das ganze Dach überträgt, kommt wirklich mit Fußteilen, mit Gummis und dem Werkzeug, mit dem die ganze Plattform montiert wird. Weil unter anderem ist nämlich ein Ansatz von der Plattform, dass die nämlich super einfach zu montieren ist, obwohl die zerlegt kommt, soll die laut Rhinorack-Angaben in 45 Minuten zusammengebaut sein. Wir haben es hier probiert, also wir waren zu zweit, haben es probiert und haben es auch easy geschafft. Und das ist ein ganz, ganz interessantes Ding, weil man braucht nicht 10.000 Werkzeuge oder sonst was. Man kriegt nämlich mitgeliefert, Achtung, habe ich einstecken, einen Drehmomentschlüssel von Rhinorack, der genau auf die richtige Newtonmeterzahl eingestellt ist. Der macht da einen Klack, wenn ich anziehe. Ich mache es mal ganz kurz vor. Und mit dem Schlüssel kann ich die ganze Plattform inklusive der Füße montieren und habe dann eben dieses Konstrukt, wie wir es hier neben uns sehen. Schauen wir, ob der Karton stehen bleibt. Wie wir es hier neben uns sehen, haben wir nämlich hier diese komplette Plattform zusammengebaut. Und das ist schon ziemlich cool, auch wenn man dann drüber nachdenkt, dass man es vielleicht einmal wieder wegpacken kann oder sonst irgendwas. Das ist halt einfach super praktisch. Ich meine, ob es jetzt Leute gibt, die wirklich die Plattform wieder komplett zerlegen, weil die ist komplett durchgeschraubt, die Plattform, und dort wieder wegpacken, das ist natürlich eine Sache. Aber theoretisch könnte man es und die ganze Plattform an sich ist auch nicht schwer und das ist natürlich auch für den Jimny gut, die ist unter 20 Kilo. Also die belastet natürlich das Auto auch relativ wenig. Zudem kann ich es dann natürlich easy, also wirklich easy zu zweit auf das Auto heben und dann wieder runternehmen. Ansonsten habe ich das gleiche Newton-System wie bei der Pioneer-Plattform. Das heißt, ich kann auch alle Zubehörteile einfach von der Pioneer-Plattform übernehmen oder es müssten alle gehen. Wir haben es selber noch nicht probiert, weil wir wollen ja mal alles ausprobiert haben, bevor wir es sagen. Aber so wenn man sich das anschaut vom Layout her und für die Kanäle her, ist es auf jeden Fall so, dass alles an Zubehör funktionieren müsste. Wie gesagt, das ist das Muster. Wir haben es erst vor wenigen Tagen gekriegt. Wir haben es zusammengebaut und haben es direkt mal aufs Auto gesteckt. Wir wollten euch jetzt noch mal zeigen, ganz kurz, wie das ausschaut und einfach mal vorführen, wie das hier unten mit den Schienen funktioniert, weil das ist nämlich auch sehr interessant. Ich schmeiß die mal kurz rum. Oh, die hat schon wegen Sahara-Staub abgekriegt. Das Backbone-System wird nämlich direkt hier an der Plattform verschraubt. Oben sind Öffnungen, wo ich es praktisch durchschraube. Es soll in der Serienfertig minimals noch anders sein, aber da wird es geringe Abweichungen geben. Und man sieht hier praktisch, dass alle Blanken wirklich durchgeschraubt sind. Braucht ein bisschen Schmackes im Unterarm, wenn man das machen will, aber eigentlich geht es echt easy von der Hand. Die Dachrinne wird da noch geschützt, das sind hier so Kedergummis. Die kommen auf das Backbone-System drauf und mit den Kedergummis wird einfach die Regenrinne vor Kratzern und Co. geschützt. Ich würde jetzt sagen, wir machen uns einfach mal kurz drüber, heben die Plattform aufs Auto, weil natürlich das Allerspannendste wird für euch sein, wie schaut die Plattform letztendlich am Auto aus. Und das machen wir genau jetzt. Umgedreht.
und steht. Und das ist nämlich genau das Coole, weil durch das, dass die Plattform genau für den Chimney gemacht ist und dass die Backbone, also beziehungsweise das Backbone-System natürlich auch ganz genau für den Chimney gemacht ist, muss ich mir keine Gedanken machen, dass ich die Füße wieder auf die Regenrinne einstelle, auf die Weide und sonst irgendwas, sondern alles ist schon genau da, wo ich es haben möchte. Das heißt, ich habe keinerlei Einrichten, Messen, links, rechts schieben, 10.000 Mal hin und her. Und das ist für einen Chimney eine ziemlich coole Lösung. Gerade wenn man denkt, dass man vielleicht sagt, ich möchte es im Alltag gar nicht drauf haben, ich möchte es wirklich nur zum Reisen nutzen und dann nehme ich das auch wieder ab, um zum Beispiel Sprit zu sparen, weil ich es in der Stadt nicht drauf lassen will, weil es mir unsicher ist, weil ich es im Winter nicht haben möchte, weil der Schnee vielleicht drauf liegen bleibt. Also alles Gründe, warum man es vielleicht abnehmen möchte. Natürlich lassen die meisten von uns die Gepäckträger drauf, muss man sagen. Aber mit dem habe ich die Option, wirklich zu sagen, 8 Schrauben auf, 2 Mann her, kurz runterkommen, an die Wand hängt oder sonst irgendwas und das ist echt gut verstaut. Was man beachten muss, zumindest ist jetzt bei dieser, sagen wir mal, Vorführ- bzw. Testversion so, die einzige Sache, wo eigentlich einzurichten ist, dass sie sagen, sie wollen praktisch ab der B-Säule einen gewissen Wert, dass der hier einfach drinnen ist, dass man auf beiden Seiten zurückrutscht, um auch sicherzustellen, dass der Träger wirklich gerad ist und dass der Träger die richtige Position hat. Weil was nämlich auch cool ist, ist natürlich, der Chimney hat ein relativ weiches Dach. Das heißt, wenn ich einen Träger habe, der dazu neigt, überhaupt einmal Verwirbelungen oder sowas zu erzeugen, dann macht das beim Chimney oft so ein richtiges Wummergeräusch. Das macht richtig wub, 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 wub. Das macht, weil die Dachhaut sich ein bisschen bewegt und halt dadurch ein bisschen eine Vibration entsteht oder eine gewisser Bewegung halt im Dach entsteht. Das wurde hier aber so designt, also nach all dem, was wir jetzt feststellen konnten auf unserer Probefahrten, dass das hier nicht passiert und die rutschen hier an einer ganz bestimmten Stelle, um halt den Dachgepäckträger genau perfekt auszurichten. Das funktioniert auch mit der Antenne ganz genau. Was man natürlich immer dazu sagen muss, und das möchte ich auch noch mal an der Stelle betonen, ist natürlich jeder Geschichte wie Dachgepäckträger und Co. eine gewisse Veränderung am Fahrzeug machen und dass man natürlich da irgendein Geräusch hat. Also man hat natürlich, dass man das hört, dass man Dachgepäckträger montiert. Also ich habe noch nie einen komplett nicht hörbaren Dachgepäckträger gesehen, also egal von welcher Marke, und wir vertreten ja mehrere Marken. Aber der ist nach meinem Empfinden subjektiv an diesem Fahrzeug, das sehr sensibel ist, extrem leise. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind hier natürlich die Klammern. Und hier, auch hier sind keine Universalklammern oder irgendwelche vorgebogenen Teile verwendet worden, sondern auch diese Klammern sind direkt für den Chimney angepasst, dass die Plattform letztendlich perfekt sitzt. Die Klammern ist in einem Metall-Inlay und außen ist noch einmal ein Gussstück, das wird dagegen geschraubt und das kommt dann hier einfach so rein. Und dann kann ich natürlich das einfach festschrauben, dann macht man hier ein Stück weit fest. Man sieht beim Chimney natürlich auch sehr gut, weil er hier auf der Höhe ist, wann die Klammer sich der Regenrinne nähert und dass, wann die ja wirklich anfängt, richtig fest zu werden. Letztendlich hat man ja über den Schlüssel auch, der eine Newtonmeter-Einstellung hat, auch die Vorgabe, wann es fest genug ist. Erst dann hört man auf. Ich lasse den jetzt bewusst noch mit ein bisschen minimal Luft, dass man einfach mal die anderen auch noch reinsetzen kann. Und zum Schluss gehe ich dann rum und ziehe eine nach den anderen immer fester. Einfach nur, damit sich da nichts verspannt und damit wir nicht auf der einen Seite mehr Druck haben als auf der anderen und sowas. Das ist natürlich unerwünscht. Klack und fertig ist es. Es sollte für jeden machbar sein, weil es geht ziemlich easy, muss man ehrlich sagen. Und jetzt kommt noch das absolute Highlight. Ich weiß nicht, ob es beim Träger zum Schluss genauso ist, der dann in Serie kommt. Wir haben hier bei der Aschen-Serie noch diesen Chimney-Sticker dazu gekriegt, der echt hübsch designt ist. Spaß beiseite, nee, es ist ein schönes Produkt. Wir freuen uns drauf. Wir hoffen natürlich, dass wir in den nächsten Monaten dann auch Ware bekommen, weil das kommt nochmal aus Australien. Das dauert da ein bisschen, bis es bei uns auf dem Markt aufschlägt. Wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich dann auch ordern können. Das ist dann auch manchmal so eine Geschichte. Manche verstehen nicht, warum es teilweise Sachen schon im Ausland gibt, bei uns noch nicht. Liegt einfach daran, dass teilweise auch unter anderem erst die Märkte versorgt waren oder ausgestaltet waren. Wir klemmen uns natürlich stets dahinter. Wir sind einer der größten Rhino-Rack-Importeure weltweit.
dass wir die Sachen schnellstmöglich für euch kriegen und auch bei uns im Shop haben. Wenn es euch interessiert, ihr könnt gerne bei uns in Kulmbach vorbeikommen. Ich sag mal, das Auto ist oft da, meistens da. Ruft aber vorher sicherheitshalber mal an oder macht dann Termin bei uns aus. Mich hat es auf jeden Fall riesig gefreut, dass ihr wieder reingeschaut habt. Schaut gerne weiter zu. Am besten funktioniert es natürlich, wenn ihr uns abonniert, weil das wäre natürlich ganz klasse. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.